Yo, moinsen Leute und willkommen zu einer weiteren gepflegten Runde Black Ops 2 Beat the Beast hier am Start mit Tobi und dem Knight. Ja, und warum nicht AW? Denn da, wenn ich AW haben wollte, dann könnte ich auch direkt vor meine Haustür gehen auf die Wiese, wo gerne mal die Leute ihre Köter scheißen lassen und denken, ach, eine Plastiktüte, wer braucht die denn schon? Ja, meine lieben Freunde, und warum Tobi ihr hier noch nicht in der Lobby drin seht, liegt daran, der sitzt gerade noch im Weißen Haus, auch Toilette genannt, und ich denke mal, er kommt gleich wieder. Aus dem Weißen Haus und ich lasse gerade einen Obama ins Weiße Haus. Ja, sehr gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. So, mein Kater hört jetzt auf zu protestieren, sonst werfe ich ihm irgendwas gegen das Gesicht. Nein, nicht gegen das Gesicht, aber er hört auf jeden Fall jetzt auf. Shadow! So, das müsste wie ein lautes Geräusch sein, einfach. Naja, auf jeden Fall, Tobi, joint jetzt mal bitte und nun ja, auf Ja, jeden ich Fall. muss stehen gerade noch starten. Wir hatten jetzt schon drei Anläufe von dieser Aufnahme. Bei ein paar Aufnahmen gingen auch schon immer 5, 6, 7 Minuten. Problem ist einfach, die Connection ist gerade richtig, richtig schlecht in Black Ops 2, was ich überhaupt nicht gewohnt bin. Und ja, keine Ahnung. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es werden wird. Bin ein bisschen, ja, ich weiß nicht so. Es ist komisch. Es fühlt sich echt komisch an. Und ja, auf jeden Fall. Tobi muss dann erstmal beitreten. Hetz mich nicht, ja? Aber ich Ich denke mal, er wird übersteig. gerade noch zu den Servern verbunden, weil bei ihm steht auch noch kein Beitreten-File. Das heißt, ich kann noch nicht mal ihm beitreten. Jetzt ist es, jetzt müsste es klappen. Da ist er. Gut. Und wir starten, würde ich sagen, mit einer Runde. Ja, ich sag mal. Der. Wir spielen mal eine Runde, ja. Team Deathmatch einfach, so das Klassische. Mal schauen, wo wir reinkommen, mal schauen, was wir schaffen. Ich schaue mal kurz meine Quote an, momentan 1,23. Das geht ja nicht. Genau. Und es gibt in AW eine Map, die ähnelt ziemlich Plaza. Das meinte ich, Tobi. Diese eine Map, die ähnelt doch total Plaza, oder? Terrace, ne? Genau, oder? Jetzt mal ohne Witz. Guck mal, du bist nochmal in der Lobby. Und hier ist ein Franzose in der Lobby. Hä, wo Reporten, bin ich noch meine Cheating. Lobby? Weil Alexa. Heißt einer Alexander. Ach so. Ein Level 5er. Hoffentlich hat er sich zurücksetzen lassen. Aber bei Der unserem hat Glück. jetzt 8er Quote. Pff, ja, mit 7 Kills. Geht doch gar nicht. Doch. Nein. Der hat Alexander-Kräfte. Die geben immer plus 1 auf die Quote. Ja. Also hättest du ohne, wenn du nicht Alexander heißen würdest, eine 0,22er Quote. Fast 0,23er. it. Okay, also. Aber scheiße, Das stimmt. wäre schlechter als Flo. Schöne Grüße an Flo. Tobi steht erstmal im Headglitch. Ja, lass mich. Ich bewege mich hier jetzt auch nicht weg. Kannst du knicken? Nee, hab kein iPhone 6. Sorry. Leider das von Leo. Und So. schöne Grüße an Leo. So. Mein Schöne Kater Grüße hört an jetzt meine auf. Mama, wenn die das hört. So, ich muss ihm irgendwie mit lauten Geräuschen vermitteln, dass er aufhört zu kreischen. Putz ihm ins Gesicht. Das habe ich in South Nee, Park ich will, ich, gelernt. nein, es ist gerade einfach nur, es stört mich ansonsten nicht, dieses Mouncen, aber jetzt gerade stört es mich einfach, weil ich am Aufnehmen bin. Jetzt kommen schon wieder ganz viele Türschützer hier auf das Video. Ha, er schlägt seine Katze. Ja, mein Kater schreit. Ja, egal, dann hören wir jetzt einfach das Kreischen von meiner Katze, bitteschön. So, Das war alles übrigens klar. nicht seine Mich hat ein Katze, das war Franzose eigentlich geholt, ein bitte, Tier. ihr Froschschenkelfresser, was soll denn das? Ohne Witz. Ja, ich beleidige Franzosen. Ich hasse Franzosen, ich hoffe, sie sterben, wie die Entwickler von Sledgehammer Games. Okay, das sind voll Auch die netten, sterben. sympathischen Leute. Weil die. Nennt man in letzter Zeit häufiger Hurensohn, als die 257er sich gegenseitig. Der doch Geil, geil, letztens weil den ich einen gerade eine Wand beleidigt. hochgehe, holt er mich. 0-2 gehe ich. 0-2. Ich weiß, was mit meiner Connection los ist. Wie gesagt, ich sehe schon vor mir, wie ich die Aufnahme gleich wieder abbrechen kann. Ja, geil. Ich wurde schon so angehittet, dass der eine einfach nur zwei Hits gebaut hat, um mich zu töten. Genial. Und du willst, wenn ich jetzt noch einmal geholt bin, ich lasse ich sein, dann ist heute. Dann lasse ich's. Wirklich. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Also, das tue ich mir nicht freiwillig weiter an. Wow, ich habe ein Gold und wurde dann go. Ja, ist klar. Geil, genial. Läuft. Naja, lassen wir mal die Runde auf uns zukommen. Weiß halt echt nicht, was los ist, aber. Er ist einfach deutsch, dieser Schon wieder nun ist es, Voll. oder wie? Nee, danke. Dieser Raptor, ne? Dieser Drecksfranzose. Ohne Witz, ich hab nichts gegen Franzose. Ich hatte einen Französisch-Austausch, alles. Ne, aber ohne Witz, ins Spiel sind das einfach die größten. Ich sag's jetzt nicht, ich hab keinen Bock, dass das Video gesperrt wird, aber ohne Spaß, es ist einfach so. Kann man sagen, was man will. Franzosen gehören in Spielen einfach gebannt. Eigenes Server. Ja, ohne Witz. Ich Einfach sehe nur, Gegner.
eigene Server, wo sie drauf spielen sollen, inklusive den Spaniern und den Italienern. Die können einfach alle nicht spielen. Und jetzt soll mir bitte keiner ankommen, ja, aber es gibt ja spanische LCS-Spieler oder so. Oder sonst was. Oder die Besten kommen aus Frankreich. Das ist mir scheißegal, ohne Witz. Das kann man nicht sagen, ohne zu lügen. Ja, ich gehe einfach so behindert gerade. Also die... Ja, das ist... Und alle mit ihrem Nuklear-Emblem, wenn die schon mal eine Nuke hatten. Ich finde dieses Emblem unglaublich hässlich. Ich gehe 5-7, ohne Witz. 5-7. Verbündete Drohne nähert sich. Boah. Oh, hat mich davon... Oh, dieser Blackkiller sitzt da in der Ecke und schimmelt. Ohne Witz, bitte, lass dir ein paar Eier wachsen. Da, jetzt habe ich einen Blackkiller geholt. Das ist ein Camper. Du hast Blackkiller geholt und ich habe gesehen, wie er gerade gespawnt ist und habe ihn wieder geholt. Ja, genial, verdient. Bin ich auch. Nur willst du solche Leute wie der verdienen es nicht anders. Oh, ich bin 10 Punkte vor Orbi. Oh, steht der Fallen Value neben mir und schießt einfach mal mit mir. Wo ich mir so denke, hä? Willst du mich verarschen? Gut, zwei Dank, ey. Das ist dein Orbi? Jo. Nee, aber da hab ich mir grad so gedacht, so, hä, warum steht er auf einmal neben mir und schießt mit mir? Ich so, naja, töte ich ihn erstmal. Ja, ich hab nur Blutgrundsicht, ich glaub's ja nicht. Das versperrt mir den Teammate den Weg, aber bitteschön. Ey, er spielt Zielsucher. Auf der Elsat. Wer? Dieser Fallen. Ah, egal, ich habe jetzt. GG. 15-9. Ohne Witz, ich bin noch 15-9 gegangen. Damit überlebe ich das wirklich, ne? Also damit kann ich... Ich konnte meine Vorräte zwar nicht einsetzen, aber scheiß der Hund drauf. Ohne Witz, ich bin noch 15-9 gegangen. Das ist einfach okay. Damit kann ich leben. Oh, Wusa. Also, bitte, es soll nicht rassistisch klingen, ne? Aber es sind einfach so, dass es so Leute gibt, die können nicht spielen. Franzosen, Spanier, Italiener, alles so Leute. Und dann gibt es dann immer Leute, die dann kommen, ja, aber in den LCS und den Weltmeisterschaften, da sind die ja die Besten. Ja, das sind auch... Was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt auch genügend Fußballer, die gut sind, aber auch nur eine Handvoll Leute. Ne? Und das sieht man in Argentinien. Zähl mal alle guten Spieler auf. Ronaldinho, ja, siehst du. Ronaldinho kommt aus Brasilien. Das war ein Witz, okay. Ja. Ich glaube mir jetzt eh wahrscheinlich keiner. Guck mal, hier, der Typ heißt Game Meister 3000. Ich meine, okay, ich heiße auch 3000, nein, aber. Und 026er, das halten wir jetzt bitte mal fest. Eine traurige Sache. Eine traurige Sache. Trauriger Hase. Er hatte bis jetzt noch keine Kill. Immer am Wichsen. Geil, genial. Und mit dem kommen wir auch noch in ein Team. Ich gehe kaputt. Game Meister 3000. Steam-Profil anzeigen. Bitte, bitte. Baden-Württemberg. Er hat 15,3 Stunden Call of Duty Multiplayer gespielt und ist welches Level? Welches Level war der? Ich kenne Leute, die haben einen Tag gespielt und 17, waren Level 24. 17. Der ist 17, nach 15 Stunden. Okay, er hat vielleicht nur Private gespielt. Nein, er ist einfach schlecht. Das ist Fakt. Ach nee, kann man das nicht sehen, wie lange man das... Nee, warte mal, der cancelt Private und Multiplayer nicht in-game, oder? Das kann man sich nicht skalieren lassen, oder? Weißt du das? Mein Plan. Ja, und mich holt ein Level 17er. Geil. Der Game Master? Nee, ach, nicht der. Der Game Master. Nicht der, so ein anderer Typ ist. Alex, ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Ja, nö, da oben campt der Typ, ja. Hat mich schon wieder geholt. Einer. Ja, das war der von eben, der hat mich schon wieder geholt. Ich wurde auf ihn angetan, hat er mich umgedreht und hat er mich ja geholt. Geil. So ein dreckiger Camper, ohne Witz. Das ist so toll. Jetzt hab ich ihn geholt. Das sind ja so Leute, die bleiben da ja auch wirklich 24-7 drin. Die kennen, die wissen es ja auch nicht anders. Weißt du, anstatt da rauszugehen, weil dann irgendwann du ja geholt wirst. Nö, machen sie nicht. Ja, und der Typ war schon wieder hier, ne? Der wollte schon wieder... Und dann kommt der Game Meister und
holt mich mit. Hey, was ist das für ein Zeichen? Der hat mich mit einer Flash geholt. Trauriger Hase. Trauriger Hase. Ich hab da gerade wieder den Arsch gerettet. Nein, hast du nicht. Doch, hinter dir war einer. Echt? Du, nächstes Mal schieße ich nicht auf die hinter dir. Nein, doch, mach ich. Glaubst du es mir? Oh, ich werd wieder von so einem FAA-Kiddy geholt. Hey, ich hab einen Trigger-Bot, jetzt bin ich cool. Oh, von hinten immer. Oh Gott, ich geh kaputt. Was ist das für No-Hands sind im Gegner? Ich komm gleich mit dem Remi. Ohne Witz. Das ist einfach nicht zum Aushalten. Gegen die Typen musst du ja wirklich so spielen. Ich habe einfach C4 mal random geworfen und habe damit auch einen geholt, der dich gekillt hat. Anders kriegst du diese Lappen ja auch nicht weg. Das Spiel kann man echt nur. Der Typ kommt immer ins Haus. Spielen. Der Typ kommt immer wieder neu ins Haus. Du kannst ja nicht drin bleiben und dir an dem etwas hochfieden. Bleib okay. Einfach mit hier drin. Komm, du bewachst oben, ich bewach unten, okay? Gehst du hoch? Guck auf die Türe. Da wollte ich aber hingucken. Nö. Immer am auf die Türe gucken. Boah, steht der Mittel. Total. Ja, hast du bekommen, good job. Ich hab nur einen Assist gekriegt. Direkt nochmal der Game Master. Ja, und dieser eine. Das war's einfach. Es reicht mir. Ich komme auch mit der MSMC gleich. Es ist einfach nicht zum Aushalten, was man hier rausholen muss, damit man. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Ich lasse es ein. Was man hier gegen so ein No-Hand-Team auspacken muss, ist ja nicht mehr normal. Ich glaube, bald fängt bei mir die Battlefield 4-Zeit an, weil noch ein Jahr kann ich für das. Oh, dieser gehen. Typ, ich gehe kaputt. Wie kann man nur so dreckig campen? Ohne Witz. Wie? Wie schafft man das, so erbärmlich zu sein? Gott! Oh. So, Remington. Jetzt ist Abfuck-Zeit. Ich muss mit der MSMC jetzt mal wieder klarkommen. Ja, von hinten. Der Typ, das ist unglaublich, dieser Gagagusut. Da stelle ich mir direkt so ein 13-jähriges Dreckskiddy vor, was das spielt. Ist einfach so. Das hast du direkt vom Bildschirm. So diese Vision von diesem. Weil wie schlecht ich bin, ich verstehe es nicht. Weißt du, jeder Muscle Scorpion hätte wahrscheinlich sonst was gegen die. Ah, ich gehe kaputt, Mann! Jeder hätte irgendwas gegen die gedrückt und ich spiele gerade so schlecht gegen die. Das ärgert mich einfach, dass das so verdammte No-Hands sind, gegen die man so spielt. Und dass die einen auch noch so mega abfacken. Das ist echt das, was ich am meisten daran hätte. Die Schimmel zu zweit im Haus, ne? Einen konnte ich von denen holen. Das sind solche Schimmler da einfach drin. Wer können die nicht? Danke, Tobi, dass du den geholt hast. Bitte. Alle beide hinter dir. Den FAL. Achtung, die Ausrüstung wurde zerstört. Da kommt noch wer. Das ist einfach nur traurig. Ich habe Vorräte, beschütze die kurz mit mir. Tobi, kommst mal. Ich will einfach die Vorräte noch raus. Vielleicht ist da ja ein Osprey-Gunner drin, den sie hier. Wirfst du die da hin und nicht hier hin? Kein Plan, ich weiß nicht, ich bin vorhin wegen geworfen gerade. Das ist aber lieb von dir, dass du mir die schenken willst. Boah, das ist aber gemein von dir. Ah, Hellstorm bringt auf der Map auch echt viel. Na, wenigstens einen bekomme ich damit. Ohne Witz. Juckt ihn einfach nicht. Ja, der Typ mit der Remington. Oh, Tobi, hol den bitte. Hat er dich. Der hat dich nicht ernsthaft auch geholt, oder? Danke, nee. Ich hab Missespunkt bekommen. Mit der Remington. Wie kann man so schimmeln? Also, ich weiß, wie ich diesen Part nenne, aber unglaublich. Wie kann man so schimmeln? Also, ich verstehe es nicht. Wie man so dreckig am Campen sein kann. Also, das ist doch wirklich schon hartes Campen, oder? Heftig, ey. Was für ein Abschaum nur noch dieses Spiel spielt.
Oh, nice, 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 einfach nur verdient, ohne Witz. Vor allem, guck dir mal an, wie die da stehen jetzt. Da habe ich noch ein Gold, jetzt. Ich lade noch genüsslich, nee, warte, ich lade nicht nach, aber ohne Witz, ziehst dir rein. Ich, weißt du, und da verstehe ich nicht, wieso ich 26-10 gehe. Ist das okay, ne? Erstmal beleidigen. Ja. Hallo, Husus. Ohne Witz. Ja, weißt du, wenn ich gegen die auch nicht sowas jetzt noch gedrückt hätte, dann hätte ich mich echt geärgert. Gagusut, was hat das für eine Quote? Das sind also Premade, Leute. 07er Quote. Hilf mir. Der Satan. Ja, aber die haben halt die Connection ihres Lebens. Satan, dieses Profil ist privat, ja, genau. 047er. Der Black Eyes. Der Dorfi-LP. 031er. Bitte. Bitte nehmt euch das Leben. Oh, Heisenberg. Oh, ohne Witz. Turbine, ja, die Map ist eigentlich ganz okay. Oh, ich. Vor allem, die musst du echt MSMC spielen, ne? Weil wenn du mit der AN kommst, du hast ja so keine Connection momentan, dass du viel zu lange brauchst, um die zu töten. Ohne Witz. Mit der MSMC habe ich es dann ja hinbekommen. Oh, nee, dieser Party-Camper. Wetten, die werden sich jetzt nur an das Geschütz schimmeln, wetten, die werden da in dem Haus bleiben. Einer ans Geschütz, die anderen bewachen die Eingänge. Wallbang, ohne Witz. Das Geilste war, es hatte letztens einer mit dem Geschütz auf mich geschossen und ich hol den einfach mit der Anne weg. Ich denk mir so, Junge, wenn du schon am Geschütz stehst, dann kill mich doch wenigstens und das schafft er noch nicht mal. Wo ich mir so gedacht habe, wie schlecht bist du? Schlecht ist dieses Spiel. Da hatte ich hier auf dem Map hatte ich ja auch fast einen Loadstar gedrückt. Aber dann bin ich kurz vorher gestorben. Leider. Naja. Der Map habe ich schon eine DNA-Bombe gedrückt. Falsches Spiel, Tobi. Oh, scheiße. Wir laufen einfach zusammen rum, ne? Ganz, der Tumor hat sich in mein Hirn gefressen. Ich folge dir nämlich jetzt einfach, Tobi. Weil ohne Witz, wenn du stirbst, dann kann ich noch wenigstens eine holen. Okay, wenn du jetzt da hochläufst, kann ich dir schlecht folgen. Hol sie dir einfach, Tobi. Hol sie dir einfach. Problem ist, ich kann in dem Game nicht snipen. Ja, da oben ist schon direkt einer gestorben. Und die holen mich einfach, weil sie zu zweit waren, weil sie einfach, nein, ich möchte jetzt sterben, ganz friedlich und ruhig, möchte ich sterben. Ohne Witz, kein von denen geholt, ich hab die so angehittet, ich hab keinen bekommen von denen, weil der eine kam dann noch von hinten, zwei Leute gesehen. Die haben mich nicht geholt, ich habe die nicht geholt, weil sie aus irgendwelchen Gründen, dann kommt von hinten einer. Die spielen nur zusammen. Das sind doch solche. Also. Meine Maus löst sich auf. Teamplay hin oder her, aber die sind, sorry, aber ganz ehrlich, und dann alle Leute, die vielleicht auch eine 0-3er-Quote oder so haben, ist es nichts Persönliches gegen euch. Aber wenn man dann solche Teammates sieht, dann denkt man sich einfach nur, nein. Weil das Schlimme ist einfach, die schimmeln alle zusammen rum. Und da kann man fast nichts erreichen, weil wenn der eine stirbt, ist dann direkt der Nächste, der dich dann holt, weil dann, oh, du bist gestorben, warte, ich rette dich direkt. Und so ist das. Es ist einfach nur, nee. Es ist der Rage, es ist wieder Rage Area hier am Start, aber... Red Hat Area am Start. Ich nenne mal einen Kumpel von mir so, ich sag immer so, Red Hat. Und der ärgert sich immer darüber. Ach, du kennst Enotrix im Real Life? Nee. Im Real Life? Nee, leider nicht. Kennst ihn aus dem Real? Oh nein. Hast ihn an der Kasse getroffen? Oh, bitte. Nein, Zielsucher. Oh. Jetzt mach hier nicht auf Monte. Oh, bitte. Ja? Bitte. Wieso Monte? Ich schau die Monte ganz... ist der Einzige, der Zielsucher hast. Dann bist du aber auch so ein zweiter Monte. Nein, ich liebe Zielsucher. Mhm. Bad Ones Warfare ist ja richtig geil. Zielsucher, wirklich. Wir... Alles klar. Drop. Und er spielt auf der Waffe Rotpunkt. Das sind richtig. Ich glaube, das sind Leute, die denken sich, ah nee, AW, okay, jetzt ist AW, glaube ich, das holen wir jetzt von Black Ops 2, das spielt jetzt bestimmt keiner mehr. Können wir gut sein. Ohne Witz. Aber die spielen so schnell. Und man merkt richtig, dass es Anfänger sind, die aber einfach nur verdammtes Luck haben, mehr nicht. Anfängerglück. Ist wirklich so. Ohne Witz. Wie die spielen mit den Aufsätzen alles, kannst du denen ja irgendwo nicht verübeln, ne? Die sind halt noch Anfänger. Aber so wie die spielen, auch von der Taktik her, merkst du einfach so, dass das noch übelst die No-Hands sind, die dich aber einfach nur... Guck, da oben steht einer im Geschütz. Mein C4 hat gerade nur ein bisschen gefailt, aber... Aber du merkst einfach, dass das übelst die No-Hands sind. Und nur am Campen, das ist noch das Schlimme da dran.
echt. Nee. Bist du noch da, Tobi? Ja, ja. Konzentriere mich nur ein bisschen. Ja, 6-6. Ich gehe 6-6. Weißt du, die Gegner 10-4. Der 8. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass ich schlechter gehe als die. Ist aber Fakt. Das ist schon, also, ich reg mich selten so arg auf wie in so einer Lobby. Also von keinem Prestige-Master oder Hacker reg ich mich so auf, aber bei denen, es tut ja schon weh. Ich bin kein Gegner. Krieg ich, wenn ich jetzt einen Trickshot in der Killcam treffe? Keine Ahnung, eine Tafel Kinderschokolade. Wow, ich bin doch schon 16. Und? Außerdem esse ich nicht gerne kleine Kinder. Da sind da etwa gar keine Kinder drin. Sollst du die Schokolade von denen essen? Der Dorfi-LP, wenn es den gibt auf YouTube, ne? Googelt mal bitte nach dem... Wenn es den gibt, gib dem Dislike. Ja, ist echt so. Oh, es gibt Gratis-Spiele auf Humble Bundle. Ja! Hat einen Link geschickt bekommen. Außer die letzten Tage, weißt du, von jedem, den ich kenne, ich krieg immer irgendwelche Links, wo ich irgendwas Gratis bekomme. Oh Alex, ich hab grad voll den geilen Spot auf der Map gefunden. Na, wo denn? AFK sein? Hey, hey, guck mal. Ich will gar nicht. Auf der Brücke bist. Guck einfach mal runter, in Richtung zu mir. Ich will erst mein Gold. Oh, ich gehe kaputt, Alter. Es kann nicht wahr sein. Warum? Ich wette, die haben mega das Anfängerglück einfach. Nur von wegen so, ja, die haben mehr als Schaden oder sonst was, weil sie noch wirklich komplett neu in COD sind. Whatever, aber es kann nicht wahr sein, dass ich so schlecht gegen die bin. Ah ja, ich habe wenigstens versucht, einen Trickshot zu machen. Ich gehe kaputt, ich gehe kaputt, ich gehe kaputt, ohne Witz. Es kann nicht wahr sein, wie schlecht ich gerade bin. 13-9, ohne Spaß. Klar hätte ich den mit C4 nur an. Wir gewinnen diesen Kampf. Ja, wir gewinnen diesen Kampf, ist klar. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, Alter. Wenn wir verlieren, verkaufe ich meine Wii U. Ich gehe echt kaputt, Alter. 14-10 gegen solche Typen. Also, es ist geil. Es geht mir einfach viel weniger. Es ist einfach nur dieses Level, was mir das... Und diese Spielweise von denen. Es ist einfach so... So, ich weiß nicht. Es macht mich einfach wahnsinnig aggressiv, die spielen zu sehen. Oh ja. Lass mich das aggressiv... Weil die laufen auch nur zusammen rum. Nur zusammen. Die stecken sich, glaube ich, echt gerade die Schwänze gegenseitig in den Arsch. Ohne Spaß. 16-11. Ich gehe 16-11. Meine Fresse, gegen so ein Drecksteam einfach nur. Boah. Wie die einfach gespielt haben. Ey, das ist echt schlimm. Vor allem, du schätzt das von denen gar nicht so ein, dass Leute so spielen. Das ist das Schlimme. Du hast so gewisse Taktiken einfach drin von Leuten, wie die spielen, ne, wo du das weißt. Aber die machen das genau eben nicht. Das ist wie mit Bots in COD oder mit Bots in LOL, ne? Du bist das von Online-Spielern so gewöhnt, dass du, wie die sich verhalten, dass du nicht einschätzt, dass die jetzt was völlig anderes machen. Und so ist es auch da. Du blickst das von denen nicht, dass sie da auf einmal stehen und wirklich noch stehen bleiben, weil meistens denkst du, okay, wenn die jetzt da lang laufen, läuft der da lang. Nein, aber die bleiben da stehen und das überrascht dich dann so, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil die verhalten sich so wie Bots. Du weißt nicht, was sie tun. Weil in den schlauesten Momenten machen sie es nicht und in den dümmsten, da haben sie dann so Luck und machen das, weil du es einfach nicht denkst. Das, boah, nee, Rage Maria, so nenne ich den Part, aber auch einfach. Rage! Ja, egal, Leute, dann, boah, nee. Meine Quote hat sich gesteigert, ja. Gut so, boah, nee. Endlich 10er-Quote. Glaube ich. Naja, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen. Fragt mir mal, schreibt mir in die Kommentare, was sind für euch die größten Abfucker einfach in COD? Und ich schmeiße mir jetzt erstmal eine Spannung. Ja, echt so. Und ja, dann sehen wir uns
Morgen wieder zu einem anderen Video. Ja, ciao, Leute. Tschüss.